stehen in Wels auf dem Bahnsteig und wollen nach Dortmund. Aber die S36 bringt uns nicht dorthin. Die S36 ist mit einem Sonderzug von Straubing hier zur Welser Messe gefahren. Straubing ist die Partnerstadt von Wels. Und unser Zug hat Gott sei Dank 5 Minuten Verspätung. So, heute kann unser Zug gar nicht lange genug Verspätung haben. Fast befestigt sind, ist nicht ungewöhnlich. Bemerkenswerter scheint mir dort die Konstruktion zu sein. Signal am Seitenausleger und dann gleich sämtliche Spielarten. Einschließlich Rangiersignal. Durch diese hohle Gasse muss er kommen, frei nach Schiller. Jetzt heißt es nur noch Geduld haben. Dieser Zug machte das Gleis für den zweiten Teil des Dampfsonderzuges frei. Spannte eben eine Diesellok. Das heißt, sie werden dem Dampfzug mit beigestellt. Sau hat uns kalt erwischt. Hier sind wir nun etwas vorbereitet.
Nun werden die zwei grünen Wagen dem Dampfsonderzug beigestellt. Sind sogar drei. Der erste ein typischer Österreicher, Toilette in der Mitte. Ein Schutz, ein alter E30. Der Wasservorrat der 015 wird aufgefüllt. Die Rückrüstung auf Kohle hat das dunkle Wummern des Ölbrenners wegfallen lassen, was unsere 01 so typisch machte. Im Lug des BW Saalfeld ist die Lok heute noch heiß begehrtes Fotoobjekt für Familienfotos. In einem Punkt stimmt die Bespannung. Es sind zwei Regomaschinen der Deutschen Reichsbahn. Ein paar Undichtheiten an der Pumpe. Die 5280 ist ein bisschen Hinkefüßchen. Da stimmt die Einstellung nicht. Thank you.
Batterie im Arsch. Mitten drin. Das ist der alte Viadukt der Budweis-Linzer Pferdeeisenbahn. Summerau. Einfahrt eines schweren Güterzuges aus der Tschechei oder aus Tschechien, wie das heute heißt. Sonderzug auf den Weg nach Budweis.
Sonderzug auf den Weg nach Budweis. Baureihe 5280 zum zweiten. Richtig. Es war von Leichnam diesen Jahres. Da sind wir der 5280 hinterher gefahren. Und das erste, was uns auffiel, war ein bellendes Geräusch an der Maschine. Wir waren dann der Meinung, sie ist falsch indiziert. Denn bei jeder Scheinanfahrt, bei jeder Zwischenhalt, die wir kriegten, bellte die Maschine das ganze Tal voll. Wir hatten wenige Wochen später Gelegenheit, die Maschine noch einmal zu sehen, in Ampelwang, und dort stand auch einer von der Lokbesatzung und ich sprach mal wegen dem falsch Indizierten an. Da sagte er, nein, falsch Indizierte sind nicht. Die hatten Schaden gehabt. Es war im Schieberkasten beim Dampfverteiler ein Riss aufgetreten, sodass die Maschine in der Einstellung nicht vollen Dampf kriegte, nur in der zweiten Stellung. Und damit kam das Bellen zustande. Denn auf der einen Seite kriegte sie nicht vollen Dampf, der musste die zweite Seite mitbringen. Und die sind mit der Maschine gefahren, obwohl der Schaden erst kurz vor Wels auftrat, und haben sie zwischenzeitlich repariert und das Bellen abgestellt. Das war das Geheimnis.